Was werden Sie in diesem Video finden? Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung über verschiedene Hormonpathologien. Und ich kann nicht auf jede Krankheit eingehen. Es geht im Wesentlichen darum, dass Sie ein Grundkonzept mitnehmen und dass Sie die wichtigsten Punkte mitnehmen, auch für Ihre Prüfung. Und spezifischere Pathologien, zum Beispiel wird der Diabetes mellitus behandelt. Es gibt dann auch noch andere Vorlesungen darüber, welche genauer über den Diabetes mellitus berichten. Hier geht es wirklich darum, dass Sie Konzepte mitnehmen. Konzepte, das ist wirklich das Wichtigste. Dass Sie wirklich so grundsätzlich wissen, was ist eine Hyperthyreose zum Beispiel, was ist ein Diabetes und so weiter. Es geht einfach darum, dass Sie wirklich verstehen, um was das es sich handelt. Dass Sie, wenn jemand Sie fragt, was ist diese Krankheit, damit Sie antworten können und souverän eigentlich eine gute Antwort geben können. Und was sind so die wichtigsten Krankheiten, die wir besprechen werden? Das ist zum einen Cushing-Syndrom. Dann Morbus Addison, dann die Hyperthyreose, die Hyper- und die Hypothyreose natürlich, beide Hypothyreose und dann noch den Diabetes. Das sind so die wichtigsten Krankheiten, die wir heute besprechen werden und wie gesagt, es sind Konzepte. Herzlich willkommen, wieder mal ein Video und zwar geht es heute um die Hormonpathologien. Und zuerst möchte ich einige Wiederholungen, einige Repetitionen machen, wie Hormone eigentlich funktionieren. Hormone sind ja ist ein Kommunikationssystem in unserem Körper. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist etwas mit der Kommunikation im Körper schlecht. Nun, wie funktionieren Hormone? Es gibt drei Arten, wie Hormone funktionieren und das ist autokrin, parakrin und endokrin. Und Hormone im engeren Sinne sind ja eigentlich endokrin. Und nur als kurze Repetition, was ist autokrin? Sie sehen hier eine Zelle. Und diese Zelle, die schüttet jetzt irgendwelche Hormone aus. Und diese Hormone, die wirken eigentlich auf dieselbe Zelle. Und das ist autokrin. Also wenn eine Zelle ein Hormon ausschüttet und dieses Hormon wirkt auf die gleiche Zelle, dann ist es ein autokriner Prozess. Parakrin bedeutet, wenn hier eine Zelle ist und benachbart ist eine andere Zelle und diese hormonproduzierende Zelle schüttet ein Hormon aus und dieses Hormon wirkt jetzt auf diese Zelle hier. Das ist parakrin, wenn die Zellen relativ nah aufeinander sind. Und endokrin, das ist das letzte, endokrin, wenn wir hier eine Zelle haben und weit, weit entfernt eine andere Zelle. Wenn eine andere Zelle so weit entfernt ist, braucht es dazwischen Blutgefäß, damit dieses Hormon überhaupt zur anderen Zelle kommen kann. Also wenn hier diese Zelle ein Hormon ausschüttet, dann wird dieses in die Blutbahn abgegeben und fließt dann zur anderen Zelle. Das ist endokrin. Also autokrin, wenn es auf die eigene Zelle wirkt. Parakrin, wenn es auf eine benachbarte Zelle wirkt. Und endokrin, wenn es auf eine andere Zelle wirkt, die aber sehr weit weg ist. Und darum braucht es als zwischengeschaltetes Objekt des Blutgefäßes, welches das Hormon mittransportiert. Das ist eine kurze Zusammenfassung der Physiologie. Gut, das erste Konzept, das haben Sie jetzt gesehen, das erste Konzept ist eben, dass Hormone autokrin oder parakrin
oder endokrin wirken können. Das ist das erste Konzept, das Sie mitnehmen müssen. Das zweite Konzept ist, dass Hormone via Regelkreise wirken. Regelkreise. So. Und Regelkreise, das bedeutet, wenn hier, wenn Sie sich vorstellen, das wäre eine Zelle. Wenn diese Zelle ein Hormon ausschüttet, zeichnen wir noch eine andere Zelle hier. Also das hier, das wäre der Zellkern. Wenn hier dieses, wenn diese Zelle hier ein Hormon ausschüttet und dieses Hormon gelangt in eine andere Zelle, dann bewirkt dieses Hormon in dieser Zelle, dass sie zum Beispiel wachsen soll oder eine andere Substanz produzieren soll, etc. Also ist das hier eigentlich ein positiv wirkender Stimulus. Also diese Zelle sagt der anderen Zelle, so mach etwas. Damit wir eine gewisse Kontrolle haben, also damit diese Zelle nicht stundenlang sagen kann, was die andere Zelle machen soll und dass diese Zelle sich plötzlich ungehemmt vermehrt, das wäre ja eigentlich ein Tumor, gibt es sogenannte Regelkreise. Und ein Regelkreis ist, dass wenn diese Zelle genug hat, oder wenn diese Zelle merkt, so jetzt habe ich genug gemacht, wird diese Zelle eine andere Substanz oder irgendein Signal, spielt jetzt keine Rolle wie genau, aber wird diese Zelle signalisieren, dass sie genug hatte. Also das wäre eher ein negatives Signal. Das bedeutet, je mehr diese erste Zelle, das wäre Zelle Nummer 1, Zelle Nummer 2, wenn diese Zelle sehr häufig ein Signal gibt und je häufiger sie ein positives Signal dieser Zelle gibt, desto mehr wird diese Zelle dann ein negatives Signal zurückschicken, damit hier keine unkontrollierte Vermehrung zum Beispiel dieser Zelle stattfinden kann. Also Regelkreise, das ist ein wichtiges zweites Prinzip. Und ich weiß, ich wiederhole mich, falls Sie das nicht mehr wissen, dann würde ich vorschlagen, dass Sie die Physiologie der Hormone nochmals anschauen werden, dann sehen Sie, was ich damit meine. Also das erste Konzept autoparaendokrin und das zweite Konzept sind die Hormone, sind bezüglich ihrer Kontrolle, sind Regelkreisen untergeordnet. Und diese Regelkreise funktionieren eben nach diesem Prinzip. Das müssen Sie verstehen. Okay. Das dritte Konzept ist, Sie müssen verstehen, wie die Hormone eigentlich, also von wo die Hormone kommen. Und das Wichtigste ist mal, dass Sie verstehen, dass Hormone aus dem Gehirn kommen. Also es gibt Hormone, welche aus dem Hirn kommen. Genauer aus dem Hypothalamus. Dann über die Hypophyse. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail rein. Das haben wir alles schon gesehen. Und von der Hypophyse aus in ein Zielorgan. So. Und Sie sehen, der Hypothalamus, das war unser Chef. Dann die Hypophyse unser Assistent. Und das Zielorgan der Unterassistent oder der Arbeiter. Und damit diese, also das, der Hypothalamus und die Hypophyse, das sind Hirnstrukturen. Und das Zielorgan, das sind meistens Organe, welche außerhalb des Hirns sind. Außerhalb. Außerhalb des Hirns sind die Zielorgane. Ich hoffe, Sie können mir folgen. So. Also Hypothalamus und Hypophyse im Gehirn. Außerhalb des Gehirns haben wir dann die Zielorgane. Und damit diese Hirnstrukturen miteinander kommunizieren können oder auch die Hirnstrukturen mit den Zielorganen kommunizieren können, braucht es eben Hormone dazwischen. Und diese Hormone, das sind eigentlich die Kommunikationsmittel. Und auch das Zielorgan wird wiederum Hormone aussenden an den Körper, welche gewisse Effekte hat im Körper. Ganz einfach. So, das war eine kurze Repetition. Jetzt von vorher eben die Regelkreise. Das Zielorgan macht ja auch Hormone und diese Hormone werden auch
das Gehirn wiederum negativ beeinflussen, also wieder eine negative Rückkopplung machen, damit nicht zu viel Hormon produziert wird. Das ist dieser Regelkreis, den wir besprochen haben. Das ist dieser Regelkreis. So, also das Blatt ist relativ voll, aber nur das Wichtigste hier eben, dass verschiedene Organe, das müssten Sie mitnehmen, verschiedene Organe kommunizieren miteinander und diese Organe kommunizieren mit Hormonen miteinander und diese Hormone schlussendlich haben Effekte auf unser Körper. Okay. Dann sehen wir uns mal diese Zielorgane an. Was sind das für Zielorgane? Wir haben ja jetzt gesehen, dass Hypothalamus und Hypophyse, die gibt es. Was für Zielorgane gibt es? Und da gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel Hoden und das Ovar, also Eierstöcke und Hoden, die Geschlechtsorgane. Dann Schilddrüse zum Beispiel. Schilddrüse ist ein Zielorgan. Dann, was gibt es noch? Nebenschilddrüse. Und dann gibt es auch noch Nebenniere. Nebenniere, was gibt es sonst noch? Also es gibt ganz viele Organe. Ich muss gerade überlegen. Was gibt es sonst noch? Also zum Beispiel Pankreas. Pankreas, dann andere Organe wie zum Beispiel, ja, sagen wir mal, das ist genug. Kommen mir vielleicht nachher noch ein paar in den Sinn. Aber das Wichtigste ist, dass all diese Zielorgane wiederum Hormone aussenden. Und diese Hormone, die machen irgendetwas in unserem Körper. Und wir reden ja heute nicht über die Physiologie, also wir reden nicht, was die Hormone normalerweise machen, sondern wir besprechen heute, ja, was passiert bei Hormonpathologien. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten pro Hormon, also jedes Hormon hat eigentlich zwei Möglichkeiten, pathologisch zu werden. Es kann entweder sein, dass ein Hormon zu viel produziert wird, oder ein Hormon zu wenig produziert wird. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie Hormonpathologien entstehen können. Und wir werden nun ein paar Beispiele nehmen. Zum Beispiel, dass ein Beispiel für, dass es zu viel Hormon hat, ist Morbus Cushing. Morbus Cushing. Oder wenn es zu wenig Hormon hat, dann gibt es zum Beispiel eine Krankheit, die heißt Morbus Addison. Und wir werden uns jetzt verschiedene Krankheiten ansehen. Morbus Cushing, das bedeutet, es hat zu viel Cortisol. Cortisol. Und Morbus Addison hat zum Beispiel zu wenig Cortisol. Und dann gibt es natürlich für jedes Organ, gibt es spezifische Störungen, wo ein Hormon zu viel vorkommt oder zu wenig. So, ich habe genug über banale Grundlagen gesprochen. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Krankheiten. Okay, wir fangen an mit der Nebenniere. Nebenniere und zwar mit Nebennierenpathologien. Und bevor wir überhaupt etwas über die Nebenniere sagen können, mache ich trotzdem nochmals eine Repetition der Nebenniere, damit das wirklich klar ist. Die Nebenniere, die ist in unserem Körper eigentlich auf der Niere, also diese Struktur kennen Sie, das ist eine Niere und die Nebenniere, die befindet sich oberhalb, eigentlich so. Das wäre eine Art auf der Niere eigentlich, nicht Nebenniere genannt, aber die Nebenniere, die sitzt eigentlich auf der Niere. Okay. Dann, was macht die Nebenniere so alles? Die Nebenniere kann man unterteilen in eine Nebenniere-Rinde, also Nebennierenrinde, und in eine Nebenniere-Mark. So, Mark.
Und wie sieht das aus? Also wenn Sie hier so eine Nebenniere zeichnen müssten, dann ist hier außerhalb, also hier außerhalb, das ist die sogenannte Rinde, rot dargestellt ist die Rinde. Und sagen wir hier weiß dargestellt in der Mitte, das ist das Mark. So, und jetzt werden verschiedene Hormone in den verschiedenen Regionen der Nebenniere hergestellt. In der Nebennierenrinde gibt es Aldosteron, welches produziert wird. Aldosteron. Dann Cortisol und Androgene. Dann beim Nebennierenmark gibt es zwei Hormone, welche wichtig sind. Das ist Adrenalin. Das ist schlecht. Adrenalin und Noradrenalin. So. Und jetzt gibt es verschiedene Funktionen. Und das haben wir auch schon in Physiologie gesehen. Und wir werden heute vor allem über eine sprechen, und das ist das Cortisol. So, wir werden sprechen, was passiert, wenn es zu viel Cortisol hat oder zu wenig Cortisol. Und dieses Beispiel habe ich ja schon vorher gegeben, das wäre das Morbus Cushing oder Morbus Addison. Ich komme dann noch darauf. Die anderen werden wir nicht anschauen, nur kurz, damit wir trotzdem eine Ahnung haben. Aldosteron ist wichtig für die Salzzurückhaltung, also damit Salz in der Niere zurückgehalten wird. Und wichtig für die Elektrolytbalance. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn wir zu viel Aldosteron hätten, dann würde viel mehr Salz zurückresorbiert in der Niere und somit würde es zu einem Blutdruckanstieg kommen, weil Salz ja grundsätzlich Wasser anzieht. Das ist der sogenannte primäre Hyperaldosteronismus. Aber das müssen Sie jetzt nicht können. Das ist, wenn wir zu viel Aldosteron hätten, hätten wir viel mehr Salz, also Natrium im Blut, und hätten einen hohen Blutdruck. Wenn wir zu wenig hätten, dann hätten wir zu wenig Salz und zu viel Kalium. Aber das ist Detailwissen. Dann Androgene, das sind die Geschlechtshormone, die sind wichtig für die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Da, wenn man zu viel hat oder zu wenig hat, können Sie sich vorstellen, was passiert. Also bei Frauen, die haben, wenn die zu viele Androgene haben, entwickeln die einen zum Teil Rückenbehaarung, also sie werden vermännlicht zum Teil. Dann beim Nebennierenmark gibt es ein weiteres Krankheitsbild. Und dieses Krankheitsbild, das nennt man Phäochromozytom. Phäochromozytom. Und das ist ein Krankheitsbild, wo es einen Tumor hier im Nebennierenmark gibt, welches sehr viel Adrenalin ausschüttet. Und was macht Adrenalin und Noradrenalin? Die sind wichtig für die Blutdruckregulation. Also Adrenalin und Noradrenalin werden den Blutdruck steigern. Und das kann unter Umständen zu hypertensiven Krisen führen. Soweit, so gut. Ich habe sehr viel gelabert. Wichtig ist einfach, dass Sie hier das Cortisol mitnehmen. Wir werden jetzt das Cortisol zusammen anschauen. Cortisol wird in der Nebennierenrinde produziert und es gibt zwei Pathologien, nämlich wo Cortisol zu viel produziert wird oder zu wenig. Okay, fangen wir nun an mit dem Cortisol, also das, was wir vorher gesprochen haben, Cortisol. Und es gibt zwei Pathologien. Cortisol, wenn es zum Beispiel zu viel Cortisol hat oder zu wenig Cortisol. Nun, zuerst, wir haben ja gesagt, für was Cortisol wichtig ist, oder habe ich das noch nicht? Dann werde ich das jetzt nachholen. Für was ist Cortisol eigentlich wichtig? Cortisol ist wichtig für die Blutdruckregulation. Ist wichtig für den Zuckerstoffwechsel.
und hat auch wichtige Funktionen in der Immun-, also vor allem für die Therapie. Es wirkt immunsupprimierend. Das bedeutet, dass das Immunsystem heruntergefahren wird. Supprimierend. So. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, ja, was passiert, wenn wir zu viel Cortisol haben? Dann können Sie sich vorstellen, dass mit der Blutdruckregulation etwas schief geht, mit dem Zuckerstoffwechsel und mit dem Immunsystem. Genau gleich, wenn wir zu wenig haben. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass Cortisol ist das Stresshormon. Cortisol wird ausgeschüttet bei Stress. Und wenn wir kein Cortisol haben oder sehr, sehr wenig, dann würden wir das nicht überleben, weil der ganze Stressmechanismus nicht adäquat ablaufen könnte. Drum, Cortisol ist ein sehr wichtiges Hormon und hat auch sehr große Auswirkungen, wenn man zu viel oder zu wenig hat. Nun, was sind die Ursachen des Cortisol? Also sagen wir mal Cortisol nochmals. Und wenn wir zu viel Cortisol haben, pathologisch zu viel, dann nennen wir das das Cushing-Syndrom oder Morbus Cushing. Aber ich als Oberbegriff sagt man Cushing-Syndrom. Und wenn man zu wenig Cortisol hat, dann nennt man das Morbus Addison. Morbus Addison. Das sind diese zwei Krankheitsbilder, die wir zusammen besprechen werden, und wir fangen zuerst an mit dem Cushing-Syndrom. Gut, jetzt Cushing-Syndrom, eben wenn wir zu viel Cortisol haben, wie kommt das zustande? Was sind die Ursachen für ein Cushing-Syndrom? Und wir müssen uns wieder vor Augen führen, eben, dass der Hypothalamus, eben die ganze Regulation kurz wiederholen. Also Hypothalamus wirkt auf die Hypophyse. Und die Hypophyse wirkt auf die Nebenniere, an abgekürzt. Hier die Nebennierenrinde, weil es ja sich um Cortisol handelt. Und sagen wir hier, der Hypothalamus, der produziert jetzt CRH. Das ist das sogenannte Corticotropin-Releasing-Hormon. Das haben wir auch alles miteinander besprochen. Nur als Repetition, der Chef, der sagt der Hypophyse, also mach mal etwas. Und das macht er, indem er Corticotropin-Releasing-Hormon ausschüttet, und das gelangt dann zur Hypophyse. Die Hypophyse auf der anderen Seite, die wird dann ACTH produzieren, ACTH. Das ist das Adrenokortikotrope-Hormon. Hormon. Extrem lange Wörter. Auf jeden Fall wird dann die Nebenniere-Rinde, die wird dann darauf reagieren und wird Cortisol produzieren. Also, es kann eigentlich auf jedem dieser Station kann etwas schief gehen. Und etwas Wichtiges ist mal, wenn hier zum Beispiel ein Tumor ist, sagen wir hier ein Tumor, dann wird vermehrt ACTH produziert und somit auch vermehrt Cortisol. Das wäre das Erste. Und das nennt man im engeren Sinne das Morbus Cushing. Morbus Cushing. Das ist eigentlich Morbus Cushing, wenn ein Tumor in der Hypophyse sitzt, welcher ACTH produziert. Und wenn es ein Tumor ist, welcher groß ist, dann hat es auch viele Zellen drin und somit wird auch sehr viel ACTH produziert, weil sehr viele Zellen eben das Gleiche machen. Und somit wird auch vermehrt Cortisol ausgeschüttet. Das ist sogenannt Morbus Cushing. Sie sehen, Cushing-Syndrom ist ein Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen, welche Cortisol also beinhalten. Und Morbus Cushing ist eine spezifische Krankheit, wo es sich um einen Tumor in der Hypophyse sich handelt.
Dann das zweite ist möglich, wenn wir hier einen Tumor haben. Wenn in der Nebennierenrinde ein Tumor vorhanden ist, dann wird auch vermehrt Cortisol produziert. Das hat dann keinen Effekt, also der Chef und der Assistent haben dann nichts gesagt und die Nebennierenrinde, die wird dann trotzdem Cortisol herstellen. Also wir haben zwei Arten von Tumor. Hier hat es keinen spezifischen Eigennamen. Dann die dritte Möglichkeit ist, dass von außen der Arzt gibt Cortisol. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso gibt ein Arzt Cortisol? Und es gibt ja Medikamente, Cortison, Dexamethason, Prednison etc., alle mit On am Schluss praktisch. Und die wirken immunsupprimierend. Also Immunsuppressiva. Und solche Medikamente werden gebraucht bei rheumatischen Erkrankungen, bei zum Beispiel einem systemischen Lupus erythematodes, also verschiedenen Autoimmunkrankheiten, wo man das eigene Immunsystem schwächen will, weil unser eigenes Immunsystem uns angreift bei Autoimmunkrankheiten. Darum gibt es Medikamente, welche der Arzt verschreibt, und zwar sind das Cortisol-Derivate, also eigentlich Cortisol-ähnliche Moleküle. Und das bedeutet, dass wenn wir sehr viel oder sehr lange eine Immunsuppression machen mit Cortison, dann werden wir ein ähnliches Bild wie Cushing-Syndrom erleben. Also Sie sehen, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Also Tumor in der Hypophyse, Tumor in der Nebennierenrinde und der Arzt, welcher Medikamente gibt. Und die alle führen zum Cushing-Syndrom. Und darunter gibt es eine Krankheit, welche einen Tumor in der Hypophyse beinhaltet. Und das nennt man dann Morbus Cushing. Das ist eine Untergruppe dieses Cushing-Syndroms. Nun können Sie mich auch fragen, ja, gibt es denn hier nicht auch noch einen Tumor im Hypothalamus? Es wäre ja auch möglich, dass der Hypothalamus einen Tumor hätte und viel CRH produzieren würde. Ja, das wäre rein theoretisch möglich, aber das ist sehr selten. Darum ist es wichtig, dass Sie diese drei Ursachen kennen. Tumor in der Hypophyse, Tumor in der Nebennierenrinde oder eine medikamentöse Immunsuppression durch den Arzt. So, jetzt, was passiert, wenn wir sehr viel Cortisol haben, also das Cushing-Syndrom? Was haben wir für Symptome? Also, was sehen wir an unserem Körper oder was sieht der Arzt am Patienten, wenn jemand mit einem Cushing-Syndrom kommt? Und wir haben gesehen, dass Cortisol eine wichtige Rolle spielt bei der Blutdruckregulation. Cortisol erhöht den Blutdruck. Das bedeutet, wenn wir sehr viel Cortisol haben, sei es durch Medikamente, sei es durch einen Tumor in der Hypophyse oder in der Nebennierenrinde, dann werden wir einen erhöhten Blutdruck haben. Das ist ein Symptom, Blutdrucksteigerung. Dann gibt es verschiedene andere Möglichkeiten. Cortisol ist wichtig bei der Zuckerregulation, das haben wir auch schon gesehen. Und Cortisol ist ein Hormon, welches den Zuckerspiegel im Blut steigert. Also Insulin ist ja das einzige Hormon, welches den Zuckerspiegel im Blut senkt. Darum Cortisol steigert den Blutdruck. Steigert den Zuckergehalt im Blut. Und es kommt zur sogenannten Hyperglykämie. Hyperglykämie. Also viel Zucker im Blut. Ämie ist ja immer mit Blut. Glykämie ist von Glucose und Hyper ist zu viel. Und das führt schlussendlich zu einem Diabetes. Also Cushing-Syndrom, Leute haben häufig einen Diabetes, einen erhöhten Blutdruck. Dann Cortisol ist auch ein Hormon, welches die Muskeln eigentlich abbaut. Also Sie müssen sich vorstellen, dass das Cortisol ist ja ein Stresshormon und das will Energie bereitstellen, vor allem für die wichtigen Organe, vor allem für das Gehirn. Und das Gehirn kann sich nur von Zucker ernähren und nicht von Fetten. Und Protein ist eigentlich ein sehr gutes Mittel, mit dem wir Zucker herstellen können oder umwandeln können. Und darum wird bei übermäßigem Cortisol
wird der Muskel abgebaut und vor allem bei den Extremitäten. Somit haben wir einen Muskelschwund. Muskelschwund an den Extremitäten, also an Armen und Beinen. Und dann gibt es noch weitere Manifestationen wie Osteoporose. Der Knochen wird schwach. Osteoporose. Die Knochendichte nimmt ab durch zu viel Cortisol. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, eine sogenannte Stammfettsucht. Stammfettsucht. Was bedeutet das? Das sind häufig Patienten, die sieht man und die haben, weil sie einen Muskelschwund bei den Extremitäten haben, sehr, sehr dünne und sehr dünne Arme und sehr dünne Beine. Aber sie haben sehr viel Fett am Stamm. Also die Menschen, die sehen dann so aus, also die haben, das wäre der Hals, und die sind extrem dick und haben ganz dünne Beine. Das ist diese Stammfettsucht. Und das kommt auch dazu, also das kommt auch wegen diesem Cortisol zustande, weil es zu viel Cortisol hat. Dann weiter, es gibt auch einen Büffelnacken, also die haben häufig hinten einen Büffelnacken. Das ist wirklich, das ist eine gute Umschreibung, wie das aussieht. Hat auch einen Zusammenhang mit dieser Stammfettsucht. Vielfach haben die auch ein Vollmondgesicht oder ein Mondgesicht. Und das ist auch hier eigentlich in dieser Zeichnung gegeben. Diese Leute haben einen sehr runden Kopf und so wie ein Vollmondgesicht halt. Einfach auch rote Backen und auch durch Fetteinlagerungen ein Vollmondgesicht. Es gibt auch noch andere Symptome wie Müdigkeit, also es sind unspezifische Symptome wie Müdigkeit, auch Depressionen. Und Frauen haben häufig keine Monatsblutung mehr. Also eine sogenannte Amenorrhoe. Amenorrhoe. Ich glaube, ich habe das richtig geschrieben. Amenorrhoe, keine Monatsblutungen mehr. Dann, durch diese Stammfettsucht. Sie können sich das so vorstellen, dass das eigentlich wie eine Art Schwangerschaft ist. Also wenn plötzlich sehr viel Cortisol vorhanden ist und plötzlich sehr viel Fett angesammelt wird im Stamm, also hier im Bauchbereich, dann haben wir auch so wie Schwangerschaftsstreifen. Also die Haut wird eigentlich auseinandergerissen. Und diese Schwangerschaftsstreifen, die nennt man dann Striae. Striae. Das ist auch noch ein Merkmal. Es sind so Streifen in der Bauchgegend, welche auftreten durch Hautrisse. Und das hat alles damit zu tun, dass eben das Fett stark zugenommen hat. Gut, noch das Letzte zum Cushing-Syndrom. Und zwar wollen wir uns noch fragen, ja, was sind denn die Therapieoptionen? Und dazu müssen wir nochmals das gleiche Bild von vorher nehmen, eben dass der Hypothalamus einen Impuls gibt an die Hypophyse und von der Hypophyse aus geht es dann in die Nebennierenrinde und die verschiedenen Hormone, abgekürzt das Corticotropin-Releasing-Hormon, das Adrenokortikotrope-Hormon und dann von der Nebennierenrinde kommt dann das Cortisol. Und wir haben gesehen, von den Ursachen gibt es ja hier eben diesen Tumor in der Hypophyse, es gibt einen Tumor in der Nebennierenrinde und das dritte ist der Arzt, welche Medikamente gibt. Sogenannte Steroide oder Immunsuppressiva oder Cortison. Und jetzt, was sind die Therapieoptionen? Man kann hier entweder chirurgisch diesen Tumor entfernen. Das ist mal eine Möglichkeit. Man kann das Ganze auch bestrahlen. Das sind zwei Möglichkeiten, wie man diese Tumoren bekämpfen kann. Also chirurgisch und Bestrahlung. Und hier beim Arzt, das ist klar, man
setzt die Medikamente ab, wenn das Cushing-Syndrom sehr ausgeprägt ist. Aber Achtung, bitte, man darf niemals, niemals die Medikamente von einem Tag auf den anderen absetzen. Das ist fatal, weil Sie müssen sich vorstellen, dass der Mensch, der hat sich adaptiert. Also der Mensch, der hat, oder der Hypothalamus und die Hypophyse, die denken jetzt, es hat genug Cortisol und ich muss ja nichts mehr machen. Das bedeutet, dass die Nebennierenrinde, die wird kleiner, weil es sie ja nicht mehr so gut, also die braucht es ja nicht mehr, weil wir ja das Cortisol von außen bekommen. Darum meint der Körper, ja gut, dann brauche ich eben diese Nebennierenrinde nicht mehr. Und das ist dann wie bei einem Muskel. Wenn man nicht mehr trainiert, dann schrumpft der. Und das ist das Gleiche hier. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie jetzt dieses Medikament sofort absetzen, dann haben Sie eine kleine Nebennierenrinde, welche eigentlich nicht die Fähigkeit hat, den ganzen Körper zu versorgen und es kann zu einer Krise kommen. Also plötzlich haben Sie dann viel zu wenig Cortisol und der Körper kann auch kein Cortisol mehr produzieren. Und das ist gefährlich, das kann lebensgefährlich sein. Also drei Möglichkeiten, man kann chirurgisch die Tumoren behandeln, man kann sie bestrahlen und das dritte ist eigentlich intuitiv, dass man eben die Medikation, welche von außen kommt, absetzt. Gut, wir gehen weiter zur nächsten Krankheit, zum Morbus Addison. Morbus Addison. Morbus Addison beinhaltet, dass eben das Cortisol sehr tief ist. Das ist das Gegenteil des Cushing-Syndroms. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind, wir haben vorher schon eine Ursache gesehen, und zwar nur als Repetition. Der Hypothalamus wirkt auf die Hypophyse und die Hypophyse wirkt auf das Nebennieren, nicht Mark, sondern auf die Nebenniere Rinde. Und wir haben die verschiedenen Hormone auch schon gesehen, CRH, ACTH und dann hier Cortisol. Und was gibt es jetzt für Ursachen? Es kann sein, dass wir eine Therapie hatten durch den Arzt. Der Arzt hat uns Cortisol gegeben und das kann zu einem Cushing-Syndrom führen. Das haben wir vorher gerade gesehen. Wir haben gesagt, bei der Therapie müssen wir diese Medikamente absetzen. Aber wir dürfen das nicht zu schnell machen, weil sonst wir ein Problem haben. Und das Problem ist folgendes. Wenn wir jahrelang Cortisol bekommen haben, haben wir geschrumpfte Nebennieren. Das habe ich vorher erklärt. Und wenn wir jetzt das Cortisol plötzlich absetzen, dann haben wir viel zu wenig Nebennierenrindemasse, welche Cortisol produzieren kann. Also wir haben dann plötzlich sehr, sehr wenig Cortisol. Und das ist ja eigentlich das Gleiche wie hier oben. Also wenn wir abrupt das Cortisol absetzen, dann haben wir einen Morbus Addison. Also das ist noch problematisch. Wenn eine Person Cortisol bekommt, durch eine Therapie und zu viel bekommt oder zu lange, dann kann es sich in ein Cushing-Syndrom entwickeln. Und wenn man das zu schnell absetzt, dann plötzlich ein Morbus Addison, also gerade das Gegenteil. Und das ist relativ problematisch. Das ist ein Grund. Also hier, das wäre das Erste. Das zu schnelle Absetzen des Medikaments, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist auch ein Tumor. Und wir haben vorher auch schon gesagt, ein Tumor, aber dieser Tumor ist jetzt nicht cortisolbildend, sondern macht die Nebennierenrinde kaputt. Das ist ein anderer Tumor, das ist nicht der gleiche Tumor, den wir vorher gesehen haben, welcher Cortisol produziert, sondern das ist ein Tumor, welcher kein Cortisol produziert und die Zellen, welche normalerweise Cortisol produzieren würden, zerstört. Das ist der zweite Grund. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Bakterien, welche die Nebennierenrinde kaputt macht, also Bakterien, welche die Nebennierenrinde kaputt macht.
Das wäre eine Sepsis. Also Sepsis ist ja eine generalisierte Entzündung durch Bakterien im Körper und diese Bakterien können diese Nebennierenrinde zerstören. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und das ist Tuberkulose. Tuberkulose. Und Tuberkulose, das ist ja eigentlich, man meint, das ist eine Lungenkrankheit, aber diese Tuberkulose kann eben nicht nur die Lunge kaputt machen, sondern auch diese Nebennieren. Also Sie haben vier Möglichkeiten, wie Morbus Addison entstehen kann. Tuberkulose, Tumor, welcher die Nebennierenrinde kaputt macht, eine Sepsis, also Bakterien, welche den Tumor kaputt machen, oder wenn wir zu schnell die Cortisolpräparation oder Medikamente aufgeben. Gut, was sind die Symptome des Morbus Addison? Es gibt unspezifische Symptome wie Schwäche, Müdigkeit und auch Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Also relativ unspezifische Symptome. Dann gibt es noch zwei wichtige Symptome, die man sich gut erklären kann. Und das erste ist eine Hypotonie. Das ist, wenn der Blutdruck zu tief ist. Hypotonie, also Blutdruck zu tief. Und das hat damit zu tun, dass das Cortisol den Blutdruck ja steigert. Und wenn wir ein Morbus Addison haben, welcher eben zu wenig Cortisol hat, dann haben wir auch eine Blutdrucksenkung und sogar eine Hypotonie. Und das hat vermutlich einen Zusammenhang hier mit der Schwäche. Also man ist Schwäche, man ist müde, weil einfach der Blutdruck zu tief ist. Dann das zweite ist eine Hyperpigmentation. Hyperpigmentation der Haut. Also man wird dunkler. Und Sie müssen sich, vielleicht haben Sie auch schon Bilder gesehen von John F. Kennedy, dem früheren Präsidenten der USA, und der hatte auch einen Morbus Addison. Und Morbus Addison kommt vor allem dann zustande, wenn wir uns in Stresssituationen befinden. Wir haben gesagt, dass das Cortisol ja ein Stresshormon ist. Und das Problem ist jetzt, wenn wir wirklich Stress haben und kein Cortisol zur Verfügung haben, dann haben wir zu wenig Cortisol und zu wenig, um unsere Stressreaktion zu unterhalten. Und das führt dann zu einer Hyperpigmentation. Und wie genau, das kann ich Ihnen probieren zu erklären. Also, Sie haben nochmals, ich weiß, das ist wieder eine Repetition. Aber wir haben den Hypothalamus, die Hypophyse und die Nebennierenrinde. Und wenn wir einen Morbus Addison haben, dann ist diese Nebennierenrinde geschrumpft. Oder zerstört oder was auch immer. Wir haben gesehen, was es alles machen kann, zum Beispiel Bakterien oder Tuberkulose, welche die Nebennierenrinde zerstören kann. Und jetzt ist es so, dass wir ja verschiedene Hormone haben, eben CRH, ACTH und von der Nebennierenrinde kommt eben dieses Cortisol. Und wir haben jetzt viel zu wenig Cortisol und wir bräuchten eigentlich viel mehr. Und jetzt ist es so, dass eben, wenn wir Stress haben, dann wird dieser Stress dem Hypothalamus mitgeteilt. Der Hypothalamus wird vermehrt Corticotropin-Releasing-Hormon produzieren, die Hypophyse vermehrt ACTH und Cortisol wird aber nicht ansteigen, weil die Nebennierenrinde ja geschrumpft ist. Wir haben ja einen Morbus Addison, daher haben wir zu wenig Cortisol. Und das merkt dann das Gehirn. Also es gibt keine adäquate Antwort auf diesen Stress. Also wird der Hypothalamus umso mehr
ausschütten, damit möglichst viel Cortisol noch produziert wird, weil wir ja in Stresssituationen viel Cortisol brauchen. Die Hypophyse wird dann ganz viel AZTH produzieren und Cortisol wird es immer noch gleich viel geben. Aber jetzt ist der Clou des Ganzen, ist jetzt, dass das AZTH, es gibt ein Spaltprodukt und dieses Spaltprodukt geht dann in die Haut und wird dort eine Pigmentation der Haut verursachen. Pigmentation. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt sehr viel AZTH haben, haben wir auch sehr viel von diesem Spaltprodukt, welches sich in die Haut ablagern kann und dieses Pigment bilden kann. Daher gibt es diese Hyperpigmentation und diese Hyperpigmentation ist vor allem dann der Fall, wenn wir unter Stress sind. Also John F. Kennedy, welcher bei seinen stresshaftigsten Situationen war er stets braun gebräunt und man hatte das Gefühl, er war die ganze Zeit in den Ferien, aber eigentlich ist das der Ausdruck seiner Krankheit, welches eben dadurch verursacht ist, dass zu viel AZTH und zu viel Spaltprodukt hergestellt wurde und somit die Haut pigmentiert wurde. Okay, nun kommen wir zur Schilddrüse. Und bevor wir die Pathologien anschauen, wollen wir zuerst noch die Physiologie nochmals in Erinnerung rufen. Und das ist nämlich sehr ähnlich wie bei der Nebennierenrinde, also beim Cortisol. Hier geht es jetzt darum, dass wir wiederum den Hypothalamus haben. Hypothalamus. Dann setzt sich die Reihe fort zur Hypophyse und so weiter und dann zur Schilddrüse. Schilddrüse. Okay. Was für Hormone spielen da eine Rolle? Vom Hypothalamus aus kommt ein Hormon, das heißt TRH. Als Thyreotropin Releasing Hormone, also Thyreotropin Releasing Hormone. Dann von der Hypophyse zur Schilddrüse ist es TSH, das sogenannte Thyroidea stimulierende Hormon. Und von der Schilddrüse aus gibt es jetzt zwei wichtige Hormone, die wir besprechen werden, nämlich T3 und T4. Und das Wichtigste, also die Schilddrüse kann auch noch Calcitonin ausschütten, aber das besprechen wir jetzt nicht. Calcitonin wäre noch das dritte Hormon, welches aus der Schilddrüse kommt. Wichtig ist jetzt ja T3, T4. Was macht T3, T4? Und grundsätzlich ist die Schilddrüse dafür verantwortlich, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Also die Schilddrüse ist wichtig im Stoffwechsel. Was bedeutet das genau? Wenn wir sehr viel T3, T4 haben, dann wird unser Stoffwechsel angekurbelt. Also alle Prozesse in unserem Körper werden angekurbelt. Und wenn wir zu wenig haben, dann wird der Stoffwechsel gedrosselt. Das ist so die einfache Eselsbrücke, die man sich merken kann. Und jetzt gibt es wie beim Cortisol zwei Möglichkeiten, wo die Schilddrüse pathologisch sein kann. Also die Schilddrüse kann pathologisch sein, wenn es zum Beispiel zu viel T3 und T4 hat. Also viel zu viel. Und das nennt man Hyperthyreose. Hyperthyreose. Also wenn die Schilddrüse zu viel von ihrem Hormon, also von T3 und T4 produziert, dann nennt man das Hyperthyreose. Und auf der anderen Seite, wenn die Schilddrüse zu wenig T3 oder T4 macht, also viel zu wenig, dann nennt man das Hypothyreose. Hypothyreose. Und wir schauen uns jetzt zuerst
Die Hyperthyreose an. Okay, was sind jetzt die Ursachen für eine Hyperthyreose? Hyperthyreose. Thyreose, da sind die Hormone T3 und T4 erhöht. Das bedeutet auch, dass der Stoffwechsel nach oben, also angekurbelt wird. Stoffwechsel, also T3 ist erhöht und der Stoffwechsel ist erhöht. Was sind nun die Ursachen für eine Hyperthyreose? Ich zeichne jetzt hier die Schilddrüse auf und Sie haben das auch gelernt, wie diese Schilddrüse aussieht. Sieht so aus wie ein Schmetterling oder wie ein Haar und es gibt zwei Lappen und ein Isthmus, eine Verbindung zwischen den zwei Lappen. Also beim Menschen ist ja die Schilddrüse im Halsbereich angeordnet. Also das wäre der Mensch mit den Armen und den Beinen. Und die Schilddrüse, die befindet sich hier im Hals, also in der Halsregion da. Und da, die Anatomie sieht so aus, dass eben die Schilddrüse aus zwei Lappen besteht. Lappen und ein Verbindungsstück und das nennt man Isthmus. Isthmus. Okay. Und es gibt jetzt drei wichtige Ursachen, wieso, dass es jetzt zu einer Hyperthyreose kommen kann. Die erste ist Morbus Basedow. Morbus Basedow. Basedow. Und was ist das? Wie gesagt, wir haben vorher schon gesagt, dass eben der Hypothalamus und die Hypophyse die Signale geben der Schilddrüse, damit sie T3 und T4 produzieren soll. Das haben wir vorher besprochen. Und auf dem Weg von der Hypophyse zur Schilddrüse haben wir das Hormon TSH. Oben haben wir ja TRH gehabt. Als Repetition TRH, das ist ein H. Und wenn es jetzt viel TSH hat, wird die Schilddrüse als Antwort darauf viel T3 und T4 machen. Was ist nun bei Morbus Basedow verschieden? Bei Morbus Basedow gibt es Antikörper. Antikörper. Und diese Antikörper, man weiß nicht genau, von wo die kommen. Diese Antikörper, die sehen ähnlich aus wie das TSH. Also wie dieses hier. Das heißt, diese Antikörper, die kommen von irgendwo her. Und man hat plötzlich sehr viele von diesen Antikörpern. Und diese können jetzt das Gleiche bewirken wie das normale TSH. Und somit haben wir vermehrt T3 und T4. Das ist eine Möglichkeit, wieso es zu einer Hyperthyreose kommen kann. Beim Morbus Basedow sind es eben Antikörper, die ähnlich aussehen, also TSH ähnlich sind. Und das verursacht dann nachher eine Hyperthyreose. Das zweite ist ein Knoten. Ein Knoten oder eine Art Tumor. Das ist eigentlich etwas Ähnliches, wie wir beim Cushing-Syndrom gesehen haben, dass es hier vielleicht einen kleinen Tumor gibt und dieser Tumor, der produziert jetzt exzessiv T3 oder T4, exzessiv. Und das kann auch zu einer Hyperthyreose führen. Und die dritte Ursache ist Amiodaron. Das ist ein Medikament, Amiodaron. Und dieses Medikament wird gebraucht gegen Herzrhythmusstörungen, ein sogenanntes Klasse-3-Antiarrhythmikum. Das werde ich jetzt hier in Klammern setzen, aber das ist auch eine Möglichkeit, wieso es zu einer Hyperthyreose kommen kann. Also nochmals als Repetition, die drei Ursachen für eine Hyperthyreose ist der Morbus Basedow, ein Knoten, Tumor oder ein Medikament, das Amiodaron. Okay, kommen wir noch zu den Symptomen der Hyperthyreose. Was sind die Symptome, die man beobachten kann? Leute mit Hyperthyreose, die haben vermehrt T3 und T4 und T3 und T4, die bewirken ja, dass der Stoffwechsel nach oben
geht, also angekurbelt wird. Und nun, wenn der Stoffwechsel nach oben geht, dann werden die Muskeln angeregt, also alles wird eigentlich angeregt im Körper und es kommt zum Tremor. Was ist Tremor? Das ist Muskelzittern. Also Leute mit Hyperthyreose haben ein Muskelzittern. Dann haben die meisten Leute eine Tachykardie. Tachykardie. Was ist das? Tachykardie, das ist ein Herz, also schneller Puls. Der Puls geht nach oben. Dann, was haben die Leute sonst noch? Sie schwitzen, weil ihr Stoffwechsel angekurbelt ist. Ähnlich wie beim Joggen. Sie schwitzen, einfach weil der Puls schneller schlägt, weil sie Muskelzittern haben, schwitzen sie schlussendlich auch. Dann beim Morbus Basedow haben die Leute Augen, die sich nach vorne bewegen. Also ich werde dann noch ein paar Bilder zeigen. Das schreibe ich jetzt nicht auf. Zittern, Nervosität, die Leute sind nervös. Alles, eben auch durch das Zittern, sind sie auch nervös. Dann, was gibt es sonst noch? Die Leute, die nehmen, haben einen Gewichtsverlust, obwohl sie sehr viel essen, weil sie eben auch dieses Muskelzittern haben, eine Tachykardie schwitzen, verbrauchen sie sehr viel Kalorien und sie verlieren an Gewicht. Und sie essen, müssen auch vermehrt essen, aber sie nehmen trotzdem Gewicht ab. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute häufig Durchfall haben. Also eine gesteigerte Motilität im Magen-Darm-Trakt. Und das führt dann auch zum Gewichtsverlust. Das sind so einige Symptome, die Sie sich merken sollten. Was ist die Therapie bei der Hyperthyreose? Ganz kurz, es gibt Medikamente und das sind die sogenannten Thyrostatika. Thyrostatika. Und das sind eigentlich nichts, also das sind Medikamente, welche das ist ja von der Schilddrüse, Statika, also die machen eigentlich die Schilddrüse statisch. Das bedeutet, die Schilddrüsenfunktion wird gebremst. Und das macht auch Sinn, wenn wir sehr viele Hormone haben, wie T3 und T4, dann wird das einfach hinunterreguliert. Und dann das zweite ist zum Beispiel eine Operation oder Bestrahlung, wenn wir haben ja auch bei den Ursachen gesehen, wenn wir hier unsere Schilddrüse haben, dann gibt es ja auch verschiedene Tumoren, welche entstehen können. Und diese Tumoren, welche vermehrt T3 und T4 produzieren, kann man rausoperieren oder bestrahlen. Okay, kommen wir zur Hypothyreose. Thyreose, das ist, wenn T3 und T4, also viel zu wenig von diesem vorhanden ist. Was für Ursachen gibt es? Es gibt vier. Oder vier wichtige, die Sie voran wissen sollten. Das ist zum einen mal die Hashimoto-Thyreoiditis. Oder so etwas. Ich hoffe, ich habe das gut. Ja, vielleicht ist da etwas falsch geschrieben, aber das Wichtigste ist mal Hashimoto. Die Hashimoto-Thyreoiditis. Und das ist eine Krankheit. Hier haben Sie nochmals die Schilddrüse. Es gibt ja verschiedene Zellen. Es gibt ja so Lymphozyten. Und das sind so Abwehrzellen in unserem Körper. Und diese Lymphozyten, die machen jetzt eine chronische Entzündung. Die zerstören eigentlich die Schilddrüse. Und das ist eine Autoimmunkrankheit. Autoimmun. Das ist ja ähnlich wie beim Morbus Basedow, aber beim Morbus Basedow hat es ja die Antikörper, welche die Schilddrüse aktivieren. Und hier bei der Hashimoto-Thyreoiditis ist es nun so, dass diese
dass unser Immunsystem die Schilddrüse zerstört und somit wird auch weniger von diesem T3 und T4 produziert. Dann, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Es gibt Medikamente. Amiodarone. Amiodarone haben wir schon mal gehört. Amiodarone kann auch eine Hypothyreose produzieren. Also, das ist ein Medikament, welches relativ viele Nebenwirkungen hat. Dann ein weiteres Medikament, Lithium. Das ist, oder Lithium, das ist ein Medikament, welches gebraucht wird bei psychisch kranken Menschen. Hat auch ein hohes Risiko für eine Hypothyreose zu machen, weil einfach die Schilddrüse zerstört wird. Und das Letzte ist, wenn man die Schilddrüse operiert oder wenn man etwas aus der Schilddrüse hinaus operiert. Also Schilddrüsenoperation, wo ein Teil der Schilddrüse herausgenommen wird. Das sind die vier Ursachen, die Sie kennen müssen. Also Hashimoto, eine Autoimmunkrankheit. Dann hier, diese zwei kann man zusammentun, das sind Medikamente. Oder wenn man die Schilddrüse kaputt macht, indem man sie operiert. Was sind nun die Symptome der Hypothyreose? Und wir haben ja vorher die Symptome der Hyperthyreose gesehen und das ist im Prinzip das Gegenteil, weil zu wenig T3 und T4 herum ist, wird der Stoffwechsel hinuntergefahren. Also der Stoffwechsel wird gedrosselt. Und das bedeutet, dass eigentlich allgemein eine Verlangsamung aller, also Verlangsamung des Denkens, Verlangsamung der Bewegungen, alles wird einfach ein bisschen langsamer. Man hat eine Bradykardie, das ist ein tiefer Puls. Bradykardie, also kein hoher Puls mehr wie bei der Hyperthyreose, also der Puls ist tief. Dann gibt es auch Gewichtszunahme statt Gewichtsabnahme. Gewichtszunahme. Wenig Appetit. Wenig Appetit. Was gibt es sonst noch? Die Leute haben häufig Kältegefühl, schwitzen nicht, also kein Wärmegefühl, sondern eher ein Kältegefühl. Kein Zittern. Frauen klagen häufig über Amenorrhoe, also eine Aussetzung der Menstruation. Es kann auch zu depressiven Stimmungen kommen. Allgemein einfach ein Hinunterdrosseln der Stoffwechselwege. Was ist die Therapie bei diesen Erkrankungen, bei der Hypothyreose? Und das ist eigentlich immer einfach. Wenn man zu wenig von einem Hormon hat, dann gibt man das Hormon. Und hier ist die Therapie der Wahl Thyroxin. Thyroxin. Also T4. Man gibt T4 und kann so die Symptome der Hypothyreose lindern. Es gibt ja auch den Begriff der Struma. Struma, das ist im deutschen Sprachgebrauch der Kropf. Und der Kropf, das ist eine Vergrößerung der Schilddrüse. Und zwar eine massive Vergrößerung. Wenn wir hier einen Menschen sehen, also diese Schilddrüse, die wird dann so riesig, dass sie eigentlich fast hinunterhängt. Also Sie sehen dann später noch ein Bild von einem Kropfstruma. Das ist einfach eine vergrößerte Schilddrüse. Und wie kommt so eine zustande? Schilddrüse. Die Ursachen dieser vergrößerten Schilddrüse sind zum Beispiel Jodmangel. Und was hat jetzt das damit zu tun? Also Jodmangel. Früher, als man nicht in allen Gebieten Jod gehabt hatte, dann hatte man auch häufig ein solches Struma. Und wieso kommt das zustande? Sie müssen sich vorstellen, dass T3 und T4, die brauchen Jod, damit sie funktionieren. Und wenn wir nun einen Jodmangel haben, dann wird der Körper merken, ups, was mache ich jetzt? Und vergrößert die Schilddrüse, damit sie möglichst viel T3 und T4 hinaussenden kann, aber solches, welches nicht
kein Jod hat. Also Sie müssen sich das als Kompensationsmechanismus vorstellen. Das Jodmangel führt zu einem vergrößerten Schilddrüse, weil der Körper merkt, ups, wir haben zu wenig T3 und T4 und versucht das zu kompensieren, indem es einen großen Kropf macht. Aber das reicht ja nicht, um den Jodmangel aufzuheben. Und damit man diesen Jodmangel aufheben kann, muss man Jod geben. Und heutzutage sind eigentlich die Kochsalze jodiert. Das heißt, wir sehen heute relativ wenig Jodmangel. Dann, man kann, wenn es wirklich kosmetisch störend ist und wenn dieser Kropf sehr groß ist, kann man das auch operativ entfernen. Das wäre ein Bild eines hyperthyreotischen Patienten und Sie sehen hier auch diese großen Augen. Das sind nicht etwa größere Augen, sondern die Augäpfel, welche nach vorne gedrückt werden durch diesen Hyperthyreose. Und hier sehen Sie eine Person mit den Symptomen eines Morbus Cushing oder Cushing-Syndroms. Sie sehen hier allgemein eine Stammfettsucht und die Extremitäten relativ dünn. Sie sehen hier so Schwangerschaftsstreifen, sogenannte Strie, die Muskeln atrophieren. Dann sehen Sie auch, dass osteoporotische Veränderungen in der Wirbelsäule sind. Es gibt auch Veränderungen an der Haut. Also ein relativ großes Bild. Kommen wir zum letzten Organ, welches wichtig ist bei der Hormonregulation. Ich habe die wichtigsten Krankheiten herausgepickt und die letzte, die wichtig wäre, ist zusammenhängend mit dem Pankreas. Das Pankreas. Das ist unsere Bauchspeicheldrüse. Was macht die Bauchspeicheldrüse als Repetition? Ist wichtig für den Zuckerstoffwechsel. Banal gesagt. Natürlich hat es auch noch andere Funktionen, aber wir schauen uns jetzt den Zuckerstoffwechsel an. Und das Pankreas sekretiert jetzt zwei verschiedene Hormone, die wichtig sind: Insulin und Glucagon. Und Insulin senkt den Blutzucker, BZ als Blutzucker, Glucagon steigert den Blutzucker. Und Sie sehen hier auch schon, welche Krankheit wir jetzt besprechen werden, und das ist Diabetes. Okay, wir reden jetzt also über den Diabetes, und zwar genau Diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Und das sind jetzt eigentlich zwei wichtige Krankheiten, die da eine Rolle spielen. Und zwar gibt es den Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes. Das ist die neue Nomenklatur. Und früher hatte man den Typ 1 auch der juvenile Form nachgesagt, also Diabetes, welcher in den jungen Jahren auftritt, und Typ 2 der erwachsenen Diabetes. Allerdings, die werde ich jetzt hier im Rahmen setzen, weil das wird nicht mehr gebraucht, weil Sie müssen verstehen, dass auch ältere Menschen Typ 1 bekommen können und auch jüngere, vor allem jetzt, weil wir vermehrt übergewichtige Kinder haben, Typ 2 entwickeln. Und Typ 2 hier noch angefügt hat gewisse, ist häufig verknüpft mit dem sogenannten metabolischen Syndrom. Also das ist häufig verknüpft mit dem metabolischen Syndrom. Und was ist das metabolische Syndrom? Das sind vier Syndrome, welche eine Rolle spielen. Und zwar ist das mal Hypertonie, also einen hohen Blutdruck, eine Hyperlipidämie,
einen Diabetes und Übergewicht. Also das Typ 2 ist häufig vergesellschaftet mit dem sogenannten metabolischen Syndrom, und das ist eine, so, sind so vier Symptome, welche relativ schlecht sind. Also hoher Blutdruck, hohe Blutfette, Diabetes und Übergewicht. Und die beeinflussen sich natürlich. Also Übergewicht hat einen Einfluss auf Diabetes, Hypertonie hat einen Einfluss auf die Lipide auf das Übergewicht. Also die haben alle etwas gemeinsam. Und das ist auch eine tödliche Kombination. Diese Leute sterben sehr früh. Gut, wir reden jetzt über Typ 1 Diabetes. Und das sind circa 10% aller Diabetiker. Man nennt den Typ 1 Diabetes auch insulinabhängiger Diabetes. Und das bedeutet, ich werde das noch erklären, was das genau bedeutet. Also Typ 1 insulinabhängig. Und was ist die Ursache? Die Ursache ist, dass durch eine Autoimmunkrankheit, also unser eigenes Immunsystem zerstört unsere sogenannten, oh, Autoimmunsystem, nicht Autoimmunsystem, Autoimmunkrankheit natürlich. Kann nicht gleichzeitig reden und schreiben. Krankheit. Und in unserem Pankreas, das ist schematisches Pankreas, haben wir ja überall so verschiedene Zellen. Und sagen wir, das ist zum Beispiel eine Beta-Zelle, eine B-Zelle. Und die produziert Insulin. Und jetzt kommt es durch einen Autoimmunprozess, also irgendwie Zellen unseres Immunsystems greifen diese an und zerstören die. Somit werden diese Beta-Zellen zerstört und wir haben kein Insulin mehr. Ganz einfach. Und was ist die Folge? Insulin ist wichtig für den Blutzucker zu senken und somit haben wir einen hohen Blutzucker im Blut. Und das ist schlecht. Gut, das ist mal das eine. Also es ist eine Autoimmunkrankheit. Okay. Dann lösche ich das hier wieder. Und was sind nun die Symptome? Was hat das alles zur Folge? Wieso ist das jetzt so wichtig? Oder wieso muss man das behandeln? Also es gibt verschiedene Symptome. Und zwar ist eines ist Glucosurie. Was bedeutet das? Glucosurie. Das bedeutet, man scheidet durch den Urin Glucose aus. Also man verliert viel Glucose via Urin. Und das hat alles damit zu tun, dass wir hier einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben, weil wir ja kein Insulin mehr haben, welches den Blutzucker senken sollte. Das heißt, wir haben sehr viel Blutzucker im Blut und das führt dann dazu, dass dieses Zucker in der Niere ausgeschieden wird. Und man hat dann ein viel Zucker, welches via Niere verloren geht. Und dieses Zucker ist auch osmotisch aktiv, das heißt, Wasser wird auch mitgezogen. Also wir verlieren Wasser, weil Zucker das Wasser mit anzieht. Und das führt dann uns dazu, dass es auch eine Dehydratation gibt. Das ist auch ein Symptom. Dehydratation. Dann, was gibt es sonst noch für Folgen, wenn wir kein Insulin mehr haben? Insulin ist ein anaboles Organ, Hormon. Was bedeutet das? Anabol? Also, Anabol ist ein aufbauendes Hormon. Das heißt, wenn wir kein Insulin haben, oder wenig Insulin haben, so wird der Fettabbau gesteigert. Fettabbau wird gesteigert. Weil, wenn wir viel Insulin haben, nach den Mahlzeiten, wird Fett angebaut durch Insulin.
Wenn wir kein Insulin mehr haben, dann kann der Fettabbau stattfinden. Also verlieren wir viel Fett und wir haben viel Fett im Blut. Und dieses Fett im Blut geht dann in die Leber und wird umgewandelt in Ketonkörper. Ketonkörper. Und diese Ketonkörper, die sind sauer. Also, die haben Protonen. Und das macht dann dazu, dass unser Blut sauer wird. Und das ist auch nicht gut. Also, wir haben eine Azidose. Das Blut wird sauer. Zweitens haben wir viel Fett im Blut. Also müssten wir auch hohen Fettabbau haben. Also Lipolyse. Das ist auch ein Symptom. Diese Typ-1-Diabetiker, die sind häufig sehr, sehr dünn, weil sie eben dieses Fett abbauen. Fettabbau. Was gibt es sonst noch für Symptome? Also wir haben gesagt, Glucosuri-Dehydratation. Dann gibt es nicht nur Fettabbau, sondern auch Muskelabbau. Also der Muskel wird abgebaut und somit haben wir einen Muskelabbau. Also alles wird eigentlich abgebaut. Und Typ-1-Diabetiker sind häufig sehr, sehr, sehr dünne Menschen, weil sie halt durch ihr Insulin, das fehlt, also den Fettabbau fördern, den Muskelabbau fördern und auch sich dehydrieren. Und das führt dann auch dazu, dass man Flüssigkeit verliert und somit auch dünner wirkt, ganz einfach gesagt. Das sind so die fünf, die Sie sich merken sollten. Okay. Dann, was ist die Therapie? Wenn Sie kein Insulin mehr haben, dann ist die Therapie ganz klar, man gibt Insulin. Daher ist das der insulinabhängige Diabetes mellitus. Man muss diesen Personen Insulin geben, sonst sterben sie. Also das ist sehr wichtig. Das ist die einzige Therapie, die wirkt. Okay, kommen wir zum Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes. Und das ist der Insulinunabhängige. Vorerst. Insulinunabhängig. Was bedeutet das? Nun, Typ-2-Diabetes. Das sind häufig Leute, welche so aussehen. Also, die haben häufig eine zentrale Adipositas. Die haben häufig sehr viel Fett. Vor allem im Bauchbereich. Und die Typ-1-Diabetiker, das wäre das Pankreas, das ich auch schon gezeichnet habe, und hier haben wir so Beta-Zellen drin. Beta-Zellen. Und diese Beta-Zellen, die produzieren ja Insulin. Bei den Typ-2-Diabetikern, die produzieren noch Insulin. Das Problem ist jetzt, dass dieses Insulin, das muss jetzt auch im Fettgewebe wirken, damit das Fettgewebe gut funktionieren kann. Aber das Problem ist jetzt, dass je mehr Fett wir haben, desto mehr Insulin muss produziert werden. Und zweitens, je mehr Fett wir haben und je mehr Fett auch im Blut herumschwimmt, erniedrigt sich die Sensitivität des Insulins. Also das Insulin wirkt nicht mehr so gut an den Rezeptoren. Hier zum Beispiel sein Rezeptor des Fettgewebes. Das heißt, das Insulin wirkt nicht mehr so gut. Schlussendlich heißt das auf die Beta-Zelle, die Beta-Zellen müssen vermehrt Insulin produzieren. Und die machen so viel Insulin, dass irgendeinmal diese Beta-Zellen also sie zerstören sich eigentlich selber irgendeinmal, weil sie sich so verausgaben, weil sie so viel abzudecken haben. Also der Typ-2-Diabetes ist zunächst insulinunabhängig. Das bedeutet, wenn wir diese Patienten behandeln müssen, dann brauchen wir denen kein Insulin zu geben, weil die ja noch Insulin selber produzieren. Daher ist das der insulinunabhängige Diabetes mellitus. Der Typ 1 war ja Diabetesabhängige. Da werden diese Beta-Zellen zerstört durch eine Autoimmunkrankheit und da braucht es sowieso Insulin. Okay. Dann, was sind die Symptome des Typ 2-Diabetes?
Wir haben vorher vom metabolischen Syndrom gesprochen, also Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom. Das ist Hypertonie, Hyperlipidämie, Adipositas, also Übergewicht und ein Diabetes. Das ist das metabolische Syndrom. Das sind häufig die Symptome eines Menschen. Dann eine Hyperglykämie, also zu viel Zucker im Blut. Das ist klar beim Diabetes, auch beim Diabetes Typ 1 haben wir eine Hyperglykämie. Das sind so die wichtigsten Symptome, die man sehen kann bei Typ 2 Diabetes. Was ist die Therapie? Die Therapie, ich gehe jetzt da ganz schnell durch, das basiert auf drei Säulen. Also die Therapie basiert auf drei Säulen und die erste ist Lifestyle-Änderungen. Also die Menschen sollen üben, möglichst viel Sport zu machen, wenig zu rauchen, gesund sich zu ernähren und so die Adipositas vermindern, sodass das Insulin nicht mehr so viel Fett versorgen muss. Das Zweite, wenn das nichts mehr nützt, gibt man Medikamente, welche das Pankreas unterstützen und das Pankreas ankurbeln, damit es noch ein bisschen Insulin produzieren kann. Aber irgendeinmal wird dieses Pankreas zerstört sein und man muss als letzte Instanz Insulin geben. Also das ist eigentlich gleich wie beim Typ-1-Diabetes. Das sind so die Therapieoptionen und das ist ein Schnelldurchgang in Diabetes mellitus. Und nun ganz zum Schluss, wieso muss man den Diabetes mellitus behandeln? Das ist ganz kurz. Was sind die Komplikationen? Grundsätzlich, wenn wir das nochmals ansehen, wir haben beim Diabetes ja entweder zu wenig Insulin oder die Empfindlichkeit der Insulinrezeptoren, wenn wir zu viel Fett haben, ist vermindert. Das heißt, wir haben zu wenig Insulin. Das führt dann dazu, dass wir eine Hyperglykämie haben, also viel zu viel Zucker im Blut. Hyperglykämie. Also das ist ein Blutgefäß und Sie müssen sich vorstellen, dass wir dann hier ganz viele Zuckermoleküle haben. Und diese Zuckermoleküle, die können die Gefäßwände also zerstören und entzünden. Und wenn Gefäße zerstört werden, dann können Sie sich vorstellen, dass praktisch in jedem Organ etwas kaputt gehen kann. Wenn das im Herzen passiert, dann kann ein Herzinfarkt stattfinden. Wenn das in der Niere stattfindet, dann gibt es eine Niereninsuffizienz. Im Hirn gibt es einen Hirninfarkt. Wenn es peripher ist, kann es zu Beininfarkten kommen. Also das ist eine relativ schlechte Prognose, wenn man das nicht behandelt. Darum muss man diese Leute behandeln, weil wenn diese Leute unter einem metabolischen Syndrom leiden, einen hohen Blutdruck haben und dann noch Diabetes, dann haben sie ein massiv erhöhtes Risiko, an einem Hirnschlag oder einem Herzinfarkt zu sterben. Das ist sehr wichtig, dass man das behandelt.